Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Yeti. Dann bin ich wieder. Monkey Island 3. Ich würde behaupten, im Showdown, im Kampf gegen Le Chac, ein drittes Mal. Und Powerfink im Twitch-Stream hat mir gerade eben den Hinweis gegeben, wie wär's denn mit dem Seil da dran, an das Fass mit rum. Leider nein. Es ist eines dieser unbrennbaren Dynamo-Affelektrik-Seile. Das wäre eine lausige Zündschnur. Also, nein, funktioniert leider nicht. Es muss noch irgendwo irgendetwas geben, was ich noch nicht gesehen habe. Und so, einfach mal hier drauf. Ich würde fast behaupten, Moment, hier haben wir das Seil her. Hier haben wir das Fass rum her. Ich würde behaupten, hier gibt es noch irgendwas im nächsten Bild. Genau, hier wo Wally ist. Die Figur haben wir schon angeguckt. Das ist hier... Ah ne, das ist nur das Diorama. Es ist eine Nachbildung der Folterkammer in LeChucs Palast aus seinen frühen Zombie-Tagen. Moment. Es ist eine rustikale Laterne. Aha. Flasche mit Öl. Ah, das ist verdammt heiß. Lass mich raten. Lol. Es war immer noch nicht kalt. Aber was soll's? Wir haben's. Nein, da ist wieder Le Chac. So ein Mist. Mist, da kommt er. Aber ich glaube, ich hab's. Ich werde dich verfolgen, solange es nötig ist, aus dir einen Untoten zu machen. Das ist schön für dich. So. Verdammt. Ich glaube, es hat funktioniert. Wenn nicht. Jetzt müssen wir wieder zu dem Eisding. Genau hier hin. So, da oben sind wir auf jeden Fall vor ihm sicher. Da kommt er nicht so schnell hin. Hat es funktioniert? Nee, hat es nicht. Probieren wir es nochmal. Weil wenn wir jetzt das... Da, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. Ah! Cool! So, wir haben die Zündschnur. Jetzt brauchen wir nur noch Le Chac und den Pfeffer. Na komm, Le Chac. Nein, nein, da wollte ich nicht. Nein! Ich habe den Wagen verpasst. Sehr gut. Kommt er da schon? Ja, da kommt er schon. Du gibst nicht so leicht auf, was? Ich werde niemals aufgeben. Und ich habe die ganze Ewigkeit, dir nachzujagen. Das ist schön. Das freut mich sehr. Versuch's nochmal mit dem Pfeffer. Sterblicher, aber vergiss nicht deinen Erzrache, Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren. Das ist so unfair. Okay, das ist ein ziemlich abruptes Ende gewesen, fand ich. Irgendwie war das Ende nicht so erfreulich wie das der anderen Monkey Island Teile. Da kam irgendwie noch ein bisschen mehr und nicht so, hier hast eine Katze, tschüss. Hm. Aber ich muss sagen, ihr hattet recht. Monkey Island 3 ist, was die Rätsel angeht, doch um Längen besser als Monkey Island 2. Da muss ich euch
absolut recht geben, als sie gesagt haben, ja komm, mach nochmal Monkey Island 3 und ich halt eben schon richtig die Ader von Monkey Island 2 hatte. Das ging. Manche Rätsel sind echt ziemlich meh. Also die Sache mit dem Spiegel zum Beispiel fand ich echt super, also super schlecht. Aber trotz allem, muss ich gestehen, fand ich den Teil doch insgesamt besser als den zweiten. Aber den vierten gönne ich mir nicht. Ich habe den vierten nebenbei einfach mal angetestet. Also ich habe den ja auch in meiner Liste. Und oh meine Güte. Es gibt Spiele, die sollten niemals, wirklich niemals eine 3D-Umsetzung bekommen. Monkey Island 4 ist eins von diesen Spielen. Unglaublich klumpe Steuerung mit Maus und Tastatur ohne Bedienungsanleitung. Richtig ekelhaft spielbar. Ein Grund, warum ich auch damals Grim Fandango nur angespielt habe. Diese Resident Evil Steuerung. Also mit wie war denn das? Ich weiß gar nicht, ob man WASD dafür benutzt hat. Auf jeden Fall mit links, rechts dreht sich der Charakter, mit vorne und hinten geht er nach vorne und geht zurück und mit Shift rennt man und das ist so blöd. Also so mag ich meine Adventure definitiv nicht. Dann lieber so ein cooles Point-and-Click-Adventure, wie hier beispielsweise Monkey Island 1 bis 3. Herrlich. Schade, dass der fünfte nie auf Deutsch rausgekommen ist, sondern nur auf Englisch. Das war ja so ein Episodending, so ähnlich wie die Teile, die man von The Dalek halt eben kennt. Aber trotz allem, wie gesagt, ich fand also jetzt hier Monkey Island 3 schön. War nebenbei auch das erste Mal, dass ich wirklich durchgespielt habe. Ich habe sonst immer nur bis zur Piratenschlacht, bis zu den Kämpfen halt eben gespielt. Und sonst nie weiter, warum auch immer. Und da war es mal halt eben echt ernüchternd, oder echt schön, ernüchternd ist das falsche Wort, war es echt schön, mal dieses Spiel halt eben auch in seiner vollen alten 1997er Pracht spielen zu können. Fand ich auch herrlich. Also fand ich damals richtig cool. Ich war beeindruckt. Ich war damals von Monkey Island 3 sehr angetan von der Optik. Ich fand es sehr schön. Auch dass das Spiel halt eben komplett vertont war, fand ich super. Das gab's ja. Das war bei Monkey Island 2 und 1, glaube ich, damals. Nee, war definitiv nicht der Fall. Monkey Island 1 kam 1990 raus, Monkey Island 2 1991. Meine Güte, da war ich viel zu jung, um das zu schnallen oder generell zu spielen. Und die erste CD-Version kam, glaube ich, auch noch viel, viel später. Ich weiß noch, dass mein Cousin das Spiel damals also Monkey Island 1 auf dem Amiga hatte. Und mein Bruder war sehr davon angetan und hat dann halt eben dieses Spiel gekauft. Das war, nein, viel geiler. Es gab damals eine Zeitschrift, die hieß Bestseller Games. Die gab es irgendwie für 10 oder 15 Mark oder so. Und da war immer ein Vollpreistitel drin. Und das ist, heutzutage ist das, ja, Michi, gebe ich dir völlig recht. Man sollte der Kultvariante treu bleiben. Kurz weiter die Story erklärt. Solche Spiele in einer Zeitschrift, also Vollversion in einer Zeitschrift, waren eine unglaubliche Besonderheit. Selbst hier GameStar und so weiter kam ja, also die erste GameStar kam 97, glaube ich, raus oder 96 oder so, die Zeitschrift. Und da gab es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, SimCity oder, Theme Park gab es bei denen auf der CD als Vollversion. Das war eine unglaubliche Besonderheit. Und Vollversionen wurden halt eben nicht oft mit solchen Spielezeitschriften rausgegeben. Da gab es immer so einmal im Jahr, wenn die Zeitschrift irgendein Jubiläum feiert oder so. Und Bestseller Games war halt eben eine Zeitschrift, die kam, glaube ich, nur alle 3 Monate oder so raus. Und da gab es dann halt eben auch Monkey Island 1 drin. Und so ist dann mein Bruder an die CD-Version von Monkey Island 1 gekommen. Und da bin ich dann auch aufgestiegen sozusagen in diese Monkey Island Welt. Und für mich war das total creepy damals als kleines Kind. Untote Piraten und so weiter. Ich habe nicht verstanden, dass das eigentlich ein unglaublich humorvolles Spiel ist. Der Jahrmarkt ist toll, Vati. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt. Ganz geil. Ja, und so wird man einfach aus dem Spiel rausgeschmissen.
Wie frech. Na gut. Das war Monkey Island 3. Das war eine sehr kurze Folge von Monkey Island 3. Na. Naja. Wen juckt's? Mich nicht. Die Frage ist, was kommt als nächstes? Ich sage an die Leute in YouTube, bei YouTube schon mal Tschüss. Die Leute bei Twitch können gerne mit mir weiter diskutieren und überlegen, was wir als nächstes spielen können. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen.